Das sind auch sehr schöne Kunstwerke, die sie hier fabrizieren. Wenigstens dafür ist die KI gut. Um so leichte Schmunzler einzubringen. Oh ja, unser Stein nimmt gut ab. Und da ist es wieder dunkel. Und da ist der Corrupt Moon. So, dann gucken wir mal, wie machen wir das? So, ihr dreimal da. Ach ja, ihr tragt jetzt lieber erstmal hier ab, hä? Okay, das reicht leider nicht. Thank you.
zur Hölle? Nein, das nimmt er leider nicht. Das finde ich auch nicht so prickelnd, also müssen wir es doch so machen. Also, das ist leider auch nicht gerade das Hellste, ey. Da fliegt ein Stein. Ja gut, irgendwie haben wir es jetzt geschafft hier. War jetzt nicht ganz so elegant wie geplant, aber wir haben es geschafft. Ich packe ich mal um in den Quarry. Na mal gucken, kommt der noch rechtzeitig, um das Eisen zu rechnen oder die Sports kurz bevor er ankommt? Na, 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 na.
Naja, eine solide erste Leistung. Ey, cool, hier drüben sind wir auch wieder so weit, dass wir schieben können. So, dann kannst du auch mal versetzt werden. Das würde gehen. So, das gucken wir dann, wenn es soweit ist. Ich bin ja jetzt erstmal froh, dass wir den ersten Schritt genommen haben. Um die weiteren Schritte machen wir uns Gedanken, wenn es soweit ist. Also wir sind ja schon beim nächsten Schritt, jetzt halt auf der anderen Seite. Ja, wenn man sich so ansieht, sieht es auch schon mal gut aus. Man sieht nichts mehr von dem Füllmaterial, was wir drunter versteckt haben. Eine einheitliche gerade Fläche. Mit geringen Problemchen hier und da. Diese interessanten Zeichnungen da auf der Erde. Ach, da ist der letzte. Da.
gut, irgendwie haben sie sich einen zweiten Weg gebastelt. Das würde ich aber eher als Zufall und nicht als Absicht deklarieren. Oh, die hat schon was, hat schon Hand reingesackt. Okay. Irgendwie sind wir gerade hier gefühlt etwas schneller, habe ich das Gefühl, als hier drüben. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass es die erste Ebene ist und wir noch ziemlich viel von dem von der Grünfläche mit dabei haben. Also ja, gerade den Pakt, den finde ich richtig nervig. Ich meine, in einem Invasion-Game gerade kann der auch recht böse sein. Wenn die eigenen Brickthrones ständig mit der Wegfindung Probleme haben und sie gegenseitig das Zeug wegsammeln und sie dann mit nur der halben Lieferung zurückkommen. Das würde ich vorher schon fast als Gamebreaker in solchen Situationen einstufen. Würde ich aber jetzt langsam mal wieder sagen, dass du den Stein da noch einsammelst. So. Und dann ist es mal wieder Zeit zu speichern.
So, und jetzt gibt es erstmal einen Cut. Also, bis gleich.